Herzlich willkommen zum heutigen Café Still Point. Mein Name ist Anja Engel-Schulmeier und ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, erstmal möchte ich heute kurz den Anfang nutzen, um ein bisschen Infotransfer zu bewerkstelligen. Die gute Nachricht ist, unser Still Point Café wird weitergehen. Vielleicht noch ein bisschen länger weitergehen, als wir das alle gedacht haben, aber es wird weitergehen, das ist super. Die mittelgute Nachricht ist, dass wir die WSO leider noch bis Mitte Mai geschlossen halten müssen. Dies gilt für die Basisausbildung und das gilt auch für die MSC-Lehrgänge, die wir verschieben müssen. Da kriegt ihr Bescheid und das wurde euch auch schon zum Teil im Newsletter mitgeteilt. Bezüglich der Postgraduate-Kurse, da informieren wir euch separat. Welche wir verschieben müssen, das ist noch nicht ganz raus, aber es sind sowieso nicht mehr viele, aber da informieren wir euch peu à peu. Alle werden benachrichtigen, alle werden Bescheid wissen. Gut, das war erstmal der Infotransfer. Jetzt kommen wir zum Hauptteil des heutigen Abends. Ich freue mich sehr, dass heute meine Kollegin Claudia Knox, meine deutsch-englisch-österreichische Kollegin Claudia Knox dabei ist. Und die Claudia ist Spezialistin in pädiatrischen und gynäkologisch-geburtshilflichen Fragen. Sie unterrichtet das schon sehr, sehr lange. Und sie ist auch vom Grundberuf Hebamme, was natürlich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sache wirft. Und das Schöne ist, dass die Claudia auch seit diesem Jahr an der WSO einen Teil der Pädiatrie unterrichtet und dass sie auch eine der Hauptpersonen im Women's Health Kurs ist vom Molinari Institute, das wir ja hosten. Und mit dem Kurs, mit dem zweijährigen Women's Health Kurs, fangen wir ja auch im Januar 2021 wieder an. So, hallo Claudi. Hi Anja. Wie schaut der Frühling in UK? Ja, schön. Also ich habe ja auch Corona-aufdoktroyierten Urlaub jetzt und genieße, dass das Wetter jetzt hier hervorragend ist. Also wir hatten gestern auch 20 Grad und insofern mein Garten ist da ganz glücklich drüber, dass ich so viel da bin. Also wir werden alle erholt hier rauskommen, vielleicht mit ein paar Maskenfalten, die wir alle ein bisschen bekommen. Aber ich glaube, du siehst blendend aus und ich übergebe dir das Wort. Danke. Ja, also wir wollen ja heute über Kinder, mit die zu viel schreien, reden und was sie eventuell osteopathisch dafür tun. Ich habe ein bisschen eine Präsentation vorbereitet, die ich euch jetzt zeigen möchte. So, also warum schreien Kinder viel? Koliken und Co. habe ich das genannt. Koliken deswegen, weil doch im allgemeinen Sprachgebrauch oder in der Bevölkerung immer noch viel von 3-Monats-Koliken gesprochen wird, wenn man über, vor allen Dingen über Babys spricht, die eben viel schreien und unruhig sind. So moderner reden wir doch eher von einer Anpassungsstörung, aber ich habe das mit den Koliken mal drin gelassen, damit wir den Sprachgebrauch vor allen Dingen auch der älteren Hebammen und der Großeltern etc. gut verstehen. Wenn wir uns jetzt überlegen, warum schreien Kinder, dann gibt es da natürlich ganz viele Gründe für. Alle, die mit Kindern ein bisschen mehr zu tun haben, würden auch sagen, ja, die haben Hunger, Durst, wollen gehalten werden, haben eine volle Windel oder so. Aber die WHO hat da auch was zu sagen. Beziehungsweise, na, Entschuldigung, ich habe mal wieder mein eigenes Slide vergessen. Was können wir eigentlich dagegen tun, wollte ich mir mit euch zusammen überlegen. Ist ja auch gerade eine sehr interessante Frage in der Quarantäne. Und wenn wir alle zu Hause sind, warum schreien Kinder? Ja, das stimmt. Und früher ist es, wie gesagt, als 3-Monats-Koliken definiert worden, eher weil eben bei ganz vielen, also selbst wenn man gar nichts tut, das bei den meisten Kindern sich doch massiv beruhigt nach 3 bis 4 Monaten. Und insofern hat die WHO da eine Definition zugegeben. Also sie sagen irgendwie, also eine Kolik wird definiert, wenn ein Kind mehr als 3 Stunden pro Tag schreit, mehr als 3 Tage pro Woche für mehr als 3 Wochen. Jeder, der mit Kindern schon was zu tun gehabt hat in dem Alter, weiß, dass das irgendwie eine nicht besonders hilfreiche Definition ist. Selbst wenn wir damit anfangen, dass ein durchschnittlich normales Neugeborenes etwa 2,54 Stunden am Tag schreit, dann merkt man gleich, dass eine Definition von mehr als 3 Stunden Schreien am Tag nicht so rasend hilfreich ist. Und wenn ein Kind nur 3-mal pro Woche zu viel schreien würde, würden die meisten Eltern das wahrscheinlich auch ganz gut wegstecken. Insofern sind wir uns da vielleicht einig, dass das so als Definition, dass das zwar eine sehr griffige Definition ist, aber eben pragmatisch oder praktisch nicht so sinnvoll. Es geht eigentlich eben eher um das exzessive Schreien, also das Schreien, wo sich ein Kind nicht durch normale Maßnahmen beruhigen lässt, also zum Beispiel durch hochgenommen werden oder herumgetragen werden, sondern wo es trotz dieser beruhigenden Maßnahmen weiter schreit.
Und insofern ist das zum Beispiel immer eine der früheren Fragen, die ich in einer Anamnese stelle: Lässt sich Ihr Kind denn beruhigen? Was tun Sie denn, wenn Ihr Kind schreit? Was hilft denn Ihrem Kind in dem Moment? Und wenn die Antwort dann ist, ja, rumtragen, auf den Arm nehmen, schmusen und so, das hilft alles, dann kann ich mich schon mal ein bisschen mehr entspannen, weil dann viele pathologischere Gründe für das Schreien des Kindes eigentlich ausgeschlossen werden können. Also die Definition dessen, was ein exzessives Schreien ist: Das Kind lässt sich nicht durch normale Maßnahmen beruhigen. Und insofern ist, sollte man das Wort Kolik dann eigentlich, wenn man es überhaupt noch verwenden will, dann nur verwenden, wenn man alles andere ausgeschlossen hat. Und ich würde jetzt gerne innerhalb der nächsten Stunde unter anderem darstellen, was für typische Symptome ein Kind uns eben zeigen kann, die wir vor allen Dingen auch anamnestisch auswerten können, um zu schauen, was für andere Gründe es noch gibt. Grundsätzlich ist wichtig, dass wir uns überlegen, dass für ein Neugeborenes eben vom Nervensystem her noch sehr unreif ist. An und für sich ist es ja so, wenn wir uns vor allen Dingen auch mit anderen Säugetieren vergleichen, dass wir etwa ein Jahr zu früh auf die Welt kommen. Es muss aber so sein, sonst würden wir es durch den Geburtskanal so nicht schaffen in diesem Sinne. Dann wäre unser Kopf nämlich zu groß, bis wir rauskommen. Also wir wären auf jeden Fall zu früh geboren. Dadurch ist jedes System im Neugeborenen ist unreif, aber das Nervensystem besonders. Und Schmerzreize werden zwar sehr schnell weitergegeben, obwohl sie schlecht myelinisiert sind, aber alle anderen Reize sind eben auch von dieser schlechteren Myelinisierung betroffen, oder alle anderen Nervenweiterleitungen sind von der schlechteren Myelinisierung betroffen, und das ist einer der Gründe dafür, warum die Kinder das schlecht selber ausgleichen können und sich schlechter anpassen können zu Anfang. Dazu kommt noch, dass das Zentralnervensystem und das enterische Nervensystem sehr eng noch miteinander verbunden sind. Das heißt, Reize, die auf das Zentralnervensystem einwirken, führen häufig relativ schnell zu einer Überreizung des enterischen Nervensystems, und diese Kopplung entkoppelt sich graduell innerhalb des ersten Jahres. Also das sind so Hintergründe für die Physiologie des Neugeborenen, die uns hoffentlich helfen, das zu verstehen, wie es auf die Reize im Leben reagiert. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie das, was wir Koliken nennen, eigentlich hin und wieder entstehen kann, also was da pathophysiologisch passiert, dann ist es so, dass der Darm des Neugeborenen eben an und für sich schon unreif ist, und das, wie wir gerade schon gesagt haben, das enterische Nervensystem auch unreif ist. Dadurch kann es unter anderem zu einer vermehrten Peristaltik kommen, das heißt, der Darm schiebt sozusagen die Milch oder das, was es da verdaut, zu schnell durch, und dadurch können diverse Prozesse in der Verdauung nicht so optimal funktionieren, wie sie das eigentlich sollten. Also zum Beispiel hat Laktase nicht genug Zeit zu wirken, sprich unverdaute Laktose kommt in den Dickdarm und kann da zu Blähungen führen, aber da sprechen wir später noch ein bisschen mehr drüber. Dann kann Stress, also für Neugeborene können alle möglichen Sachen Stress sein, die für uns jetzt nicht unbedingt stressig sind, einfach weil sie so die Filter noch nicht haben, mit denen sie Reize, die über den Tag auf sie einwirken, ausfiltern können. Insofern ist es ja auch ganz typisch, dass Kinder häufig am späteren Nachmittag dann überreizt sind und anfangen mehr zu schreien. Das ist so eine ganz typische Tageszeit. Also das wäre eine andere Frage, die ich anamnestisch eben abklären würde. Wann schreit denn Ihr Kind? Schreit es überwiegend abends oder schreit es eigentlich den ganzen Tag oder schreit es im Zusammenhang mit Nahrungsaufnahme, also in einem zeitlichen Zusammenhang immer wieder über den Tag? Das wäre so interessant. Aber es sind eben alle Reize für ein Kind potenzielle Reize zu viel. Also Licht, Geräusche, dass der Fernseher irgendwo läuft, dass man draußen ist, dass es viel Temperaturwechsel gibt. Wenn ein Kind von vielen verschiedenen Menschen, also wenn ein Kind zum Beispiel rumgereicht wird, ist es zwar von allen, beschmust, aber es ist trotzdem anstrengend für ein Kind. Und das kann eben mal zu einer Überreizung führen. Und das ist was, das versuche ich mit den Eltern zusammen zu eruieren, ob das vielleicht mit Teil der Ätiologie sein könnte. Wenn das so ist, die Irritabilität des Darms und der eventuell die zu vielen Reize über den Tag sind, dann kann es eben sein, dass das Kind, wie gesagt, die Peristaltik zu schnell ist, und dann wird der Speisebrei nicht mehr so verdaut, wie er eigentlich verdaut werden sollte. Dann kann es zu reisartig weißen Flecken im Stuhl kommen. Und häufig sind die Symptome so eine halbe Stunde bis anderthalb Stunden nach dem Trinken tauchen sie auf. Aber wie gesagt, das
der typischerweise auch eher abends so und nicht über den Tag verteilt auch immer so. Was interessant ist, was wir nachher uns noch genauer anschauen, ist, dass wenn das ein Risikofaktor für Kinder eine Hypoxie in der Anamnese ist, und das könnte entweder eine chronische Hypoxie sein, wie eine zum Beispiel chronische Unterversorgung in der Schwangerschaft noch, also dass es eine Plazenta-Unterversorgung sozusagen gegeben hat, wie zum Beispiel verursacht durch Rauchen. Oder es könnte eine akute Hypoxie unter der Geburt gewesen sein. Beides ist für den Darm auf eine gewisse Art und Weise schädlich. Und wir schauen uns nachher an, wie das genau, wozu das genau führt im Darm. Dann osteopathisch redet man ja gerne und schnell davon, dass eine Vagusirritation zu Koliken führt oder dass das der Hauptgrund ist. Das ist zumindest im englischsprachigen Raum ganz verbreitet, dass man schnell sagt, ah ja, dass der Vagus irritiert, und wenn wir dann nur den Vagus behandeln, also kranial behandeln, dann hört der Vagus sozusagen auf, den Darm zu reizen. Das ist aus heutiger Sicht physiologisch nicht so ganz richtig. Der Vagus ist ja zu 80% sensorisch, also ist überwiegend dafür zuständig, dass er Signale aus der Peripherie bzw. aus dem Abdomen zurück ans Gehirn gibt. Insofern ist ein gereizter Vagus unwahrscheinlicherweise dazu, dass unser Darm dann plötzlich verrückt spielt und alle anderen Organe, die der Vagus versorgt, nicht verrückt spielen. Also es ist ein unwahrscheinliches Argument, warum sich das lohnt. Trotzdem natürlich so Dinge wie die OM-Naht und suboccipital zu behandeln, schauen wir uns auch nachher noch an. Aber erst nochmal zur Differentialdiagnose. Wir haben also verschiedene Dinge, die wir ausschließen wollen, warum Kinder schreien, die einfach medizinisch auszuwerten sind. Und da steht ganz oben an der Reflux. Also es haben doch viele Kinder Reflux, auch wenn die nicht unbedingt viel erbrechen. Und wenn, also in England ist es häufig so, dass Kinderärzte sagen, nein, das Kind hat keinen Reflux, weil es nicht erbricht. Das scheint irgendwie medizinisch gängig eine Meinung zu sein. Aber ich sage, beim Erwachsenen erbricht ja auch nicht jeder Patient, der einen Reflux hat und hat trotzdem Reflux. Die schauen wir uns gleich genauer an. Dann etwas gravierender oder meistens schlimmer werden, die Pylorusstenose wollen wir uns anschauen, das Kind mit dem allergischen Darm, die Kinder, die eventuell eine Laktoseintoleranz, an einer Laktoseintoleranz leiden, die Kinder, die zu viel Luft schlucken, und was nicht zu unterschätzen ist, die Art und Weise, wie das Kind gefüttert wird, sei das beim Stillen oder mit Flasche. Teilweise sind es ganz einfache Sachen, die von Eltern verkehrt gemacht werden, im weitesten Sinne eventuell auch von ungeübten Eltern verkehrt gemacht werden, wo die Eltern sich sozusagen das Problem selber heranziehen. Aber ich möchte gerne mit dem Reflux anfangen. Darf ich dich vielleicht kurz hier nochmal unterbrechen? Du hast jetzt hier schon Allergie und Intoleranzen aufgelistet. Könntest du vielleicht nochmal kurz definieren, was die Unterschiede sind, vielleicht auch Sensitivität? Ja, also ich gehe nochmal die Slide zurück. Die Laktoseintoleranz ist ja keine Intoleranz als solches. Sie hat zwar diesen Namen, aber es hat eigentlich nichts damit zu tun, dass der Körper intolerant der Laktose gegenüber ist, sondern bei einer Laktoseintoleranz stellt der Körper nicht genug Laktase her oder die Laktase, die er herstellt, kann nicht wirken, um die Laktose, also den Zucker im Darm, aufzuspalten, so dass er weiterverwertet werden kann. Insofern ist das keine Intoleranz und keine Allergie, wohingegen Allergien eine Unverträglichkeit des Körpers gegenüber Proteinen darstellt. Und da ist beim Kind, da gehen wir nachher drauf ein, ganz typisch, dass es eine Unverträglichkeit vor allen Dingen zum Beispiel auch Kuhmilch gegenüber haben kann. Aber da geht es um die Proteine in der Kuhmilch. Bei der Laktoseintoleranz geht es um den Zucker, der in jeder Milch ist. Also der ist sowohl in Kuhmilch als auch in Muttermilch, also jede Milch, alles, was Milch ist, wird Laktose enthalten, weil es der Milchzucker ist. Und dann hattest du gesagt, dann gibt es ja noch so eine Unterstufe, also es gibt Menschen, die keine Allergie haben in dem Sinne, aber trotzdem sensibel auf Nahrungsmittel reagieren, und diese Untergruppe gibt es auch noch. Die habe ich jetzt hier nicht als Gruppe aufgeführt, aber ich sehe die Allergien so ein bisschen wie auf einem Spektrum. Also man fängt mit einer Sensitivität an, und wenn man den Körper dann nur lang genug dieses Allergen vorhält, dann wird es irgendwann eben heftiger darauf reagieren. Mhm. Hast du das so? Ja? Ich komme da auch noch hin.
um zum Reflux zurückzukommen. Also beim Reflux fließt Magensäure zurück in den Ösophagus. Und der Magen hat ja zum Ösophagus hin keinen richtigen Sphinkter, also es ist kein Verschluss. Der Verschlussmechanismus als solches ist nicht muskulär bedingt. Er wird vom Nervus vagus beeinflusst. Ansonsten bilden die linke Brust und das Ligamentum phrenoösophageale eine mechanische Barriere. Und das Ligamentum phrenoösophageale, wenn ich da nochmal eine Slide weiter nach vorne gehe, könnt ihr da sehen, bildet einen Teil oder hat eine Kontinuität zum Diaphragma. Das heißt, wenn das Diaphragma unter Spannung ist oder an einem Anteil eben mehr Spannung hat als woanders, dann wird es einen Zug auf dieses Band geben, was quasi funktionell hilft, den Magen zu verschließen. Und insofern ist jede Spannung, die das Diaphragma aus seiner Kuppelform herauszieht, ist problematisch. Ich merke gerade, wie sehr es mir fehlt, mit Händen zu zeigen, was ich zeigen möchte. Aber es ist, also ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Das Diaphragma soll ja sonst Kuppelform sein. Das Ligamentum phrenoösophageale ist fest mit dem Diaphragma verbunden oder ist ein Teil des Diaphragma und das hilft eben, wenn es in guter Spannung ist, den Magen zu verschließen. Wir haben als Teil unserer Physiologie ist, dass wir eben, also einerseits diesen mechanischen Verschluss haben, andererseits, wenn der pH im Ösophagus steigt, bekommen wir einen vermehrten Speichelfluss, was natürlich helfen soll, diese Säure zu verdünnen und die Peristaltik im Ösophagus steigt. Also das wäre physiologisch all das, was der Körper macht, um den Mageninhalt möglichst im Magen zu belassen und nicht in den Ösophagus hochsteigen zu lassen. Es kann aber eben beim Neugeborenen dazu kommen, dass das trotzdem passiert, vor allen Dingen bei Kindern, also mein klinischer Eindruck ist, dass es vor allen Dingen bei Kindern nach Geburten passiert, die in posteriorer Einstellung waren, wenn ein Kind durch den Geburtskanal geht mit dem Rücken nach hinten, also mit dem Rücken zur Mutter, mit dem Rücken zum Rücken der Mutter, dann führt das zu einer vermehrten Drehung, vor allen Dingen des Thorax des Kindes, während es durchs Becken geht. Und die Geburt dauert auch häufig etwas länger. Das heißt, das Kind ist mehr Druck und mehr Torsion ausgesetzt unter der Geburt. Und ich finde, das spiegelt sich ganz häufig im Thorax wieder. Und wenn es Verdrehungen im Thorax gibt, dann kommt es eben, finde ich, auch häufig mal dazu, dass eben der Magenverschluss nicht so gut funktioniert, wie er das eigentlich sollte und dass die Kinder eben an eventuell nur leichten, aber eben an einem Reflux leiden. Und manche Kinder spucken dann viel, dann kriegen sie auch leichter eine Diagnose, aber eben nicht alle Kinder. Also es gibt sowas wie den Selenten-Reflux, das heißt, es bleibt, die Säure, der Mageninhalt bleibt im Ösophagus, kommt nie bis zum Mund hoch. Man merkt, wenn man das Kind hält, dass es hin und wieder wie fast zum Würgen kommt, aber es ist eben dann doch wieder schnell runterschluckt. Aber das macht den Kindern eben genau den gleichen Schmerz, den es uns auch macht. Und es führt auch zu ganz ähnlichen viszerosomatischen Dysfunktionen. Also, dass die Kinder eben, wenn da viel über das sympathische Nervensystem an den Thorax zurückgegeben wird, dann kommt es da eben zu zum Beispiel Extensionsgruppen im Thorax. Und das findet man dann bei der Untersuchung auch teilweise ganz ausgeprägt, dass die Kinder sich eben überstrecken. Der Beginn der Symptome, die Kinder zeigen, ist bei 85% aller Kinder innerhalb der ersten Lebenswoche, was im Gegensatz zu Kindern, die jetzt so eine normale Irritabilität haben, früher ist. Also es gibt dieses ganz interessante Phänomen, dass Neugeborene häufig erstmal die ersten 10 Tage bis 2 Wochen eigentlich relativ ruhig sind, also viel schlafen, trinken, ganz einfach zu handhaben sind und viele Eltern so am Ende der, naja, so am 12. Tag oder so, ach, das kriege ich alles ganz locker gewuppt, das ist alles nicht so schlimm. Und mein klinischer Eindruck ist, dass die Kinder diese Zeit einfach brauchen, um sich vom Geburtsprozess zu erholen und sich anzupassen und eigentlich erst dann mit so 2 Wochen anfangen, genug Energie zu haben, um viel zu schreien oder auch um mehr zu schreien. Wenn man sich die Lungenentwicklung in der Zeit anschaut, korreliert das mit der Lungenentwicklung, dass die Lunge etwa 2 Wochen braucht, bis sie sich voll ausgedehnt hat und bis die Atmung für die Kinder leichter wird.
Und insofern ist so dieses normale Schreien, in Anführungsstrichen, dass Kinder zu viel schreien, das fängt häufig erst nach 2 Wochen an. Und da insofern sind, wenn Kinder gleich, also relativ früh nach Geburt schon viel schreien, dann könnte es, macht das einen Reflux wahrscheinlicher. Wenn man das bis zum Kleinkind, also ich füge das hier noch zu, es geht jetzt dann nicht mehr um Neugeborene, aber wenn es bis zum Kleinkindalter immer noch nicht diagnostiziert worden ist, dann beschreiben die Kinder Schmerzen in der Brust, aber haben auch chronischen Husten aufgrund der des Zusammenhangs mit dem lymphatischen System, werden dann die Atemwege auch gereizt und dadurch kann es auch zu wiederkehrenden Pneumonien kommen oder dass das Kind eben Atemgeräusche hat. Und wenn wir dann so weit sind, dass die Kinder so Essen mit Schmerzen assoziieren, dann kann es eben auch zu einer Anorexie kommen, dass Kinder einfach wirklich Essen ablehnen und vermeiden, also Essen und Trinken. Bei Babys helfen verschiedene Sachen, also zum Beispiel ein Kind, was dann gerne aufrecht gehalten wird, vor allen Dingen nach dem Trinken, dass der ein Zeichen für einen Reflux. Und dann gibt es ein Medikament, was ich sehr hilfreich finde, was es in Österreich leider nicht zu kaufen gibt, aber man kann es in Deutschland bestellen. Das heißt Baby Gaviscon. Also es ist so wie anderes Gaviscon auch, hat nur viel weniger Salz und ist insofern für Babys zugelassen. Das hält mechanisch den Mageninhalt davon ab, so leicht nach oben steigen zu können und macht sozusagen eine Schutzschicht dafür. Also und insofern, wenn Eltern jetzt sagen, dass sie diese Medikation gegeben haben und das geholfen hat, dann wäre das auch ein Zeichen für einen Reflux. Jane Carrera sagt, dass Jane Carrera ist ja Osteopathin und Ärztin in Amerika und behandelt ganz viele Kinder und die sagt, dass es für ein Kind viel sinnvoller wäre, eigentlich dem eine Zeit lang Gaviscon zu geben, als eine pH-Untersuchung des Ösophagus zu machen. Und wenn das Kind innerhalb von einer Woche positiv auf die Medikation reagiert, dann wäre das auch eine Diagnose. Also das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist eine ärztliche Meinung. Aber ich fand das einen sehr pragmatischen Zugang. Ich habe gerade gehört, wir haben eine Frage. Ja, bitte. Ist für den Verschluss der Cardia nicht der Sympathikus verantwortlich? Oder wie ist das gemeint? Hast du das gehört? Ja. Es ist mehr so, dass ich glaube, also mein Eindruck ist, dass das Nervensystem sich schon bemüht, das richtig zu verschließen, aber dass es eben mechanisch Schwierigkeiten hat, das richtig zu tun. Also wenn am Zwerchfell massiv Spannung ist, dann kann das Nervensystem sozusagen gar nicht genug Impulse geben, um die Cardia richtig zu verschließen. Also wenn da sowohl von der, ich gehe da gleich noch drauf ein, was man noch behandeln könnte, aber also es ist nicht so, dass der Nervenimpuls nicht fehlt, sondern dass einfach mechanisch die Züge im Thorax so groß sind, dass es das nicht aufrechterhalten kann. So hatte ich das gemeint. Beantwortet das die Frage? Ich sehe die Fragen jetzt auch. Also insofern, wenn ihr... Okay. Dann schreibt einfach nochmal, wenn ich dann es noch genauer erörtern soll, bitte. Also ich habe so eine Übersicht erstellt von den verschiedenen Gründen dafür, warum ein Kind, also was so gastrointestinale Gründe dafür sind, warum ein Kind mehr schreit. Und da ist es beim Reflux eben so, dass was herausstehend ist, ist, dass es eben die Symptome häufig schon sehr früh anfangen, dass das Kind durch eine aufrechte Haltung häufig sich viel schneller beruhigen lässt und dass eben die Symptome doch sehr schnell nach dem Trinken schon beginnen. Also wenn zum Beispiel und dass manche Kinder eben dann schon beim Trinken selbst anfangen, sich von der Brust, die Brust abzulehnen und sich dagegen zu wehren, weil sie diese Assoziation von Trinken und Schmerz eben bekommen. Und dass das Kind eben zwar nicht unbedingt mehr spuckt, aber vermehrt Speichelfluss hat. Gibt es da gerade für nachts, empfiehlst du da eine Schlaflage, dass man die Kinder ein bisschen höher lagert oder... Gibt es irgendwas, was du den Eltern empfiehlst? Schon, also teilweise auch relativ extrem. Also das, man könnte zum Beispiel, vielleicht gibt es auch was Professionelles dafür zu kaufen, aber ich habe früher immer empfohlen, man soll irgendwie Packen Papier oder Telefonbücher unter die Matratze legen, um das Kind am Kopfende hochzulagern.
Und dann haben wir mit einer Stoffwindel, also das haben wir im Krankenhaus auch so gemacht, dann haben wir mit einer Stoffwindel die sozusagen zwischen den Beinen durchgefädelt und dem Kind wie so eine Halterung gegeben, dass es nicht einfach nur runterrutscht auf der Matratze. Also die Stoffwindel links und rechts unter die Matratze geklemmt und einmal zwischen beiden Beinen durch. Das hilft dem Kind, dass es dann nicht unbedingt abrutscht. Weil denen so ein ganz bisschen sozusagen Schwerkrafthilfe zu haben, damit die Milch da bleibt, wo sie sein soll, das hilft denen schon. Und das würde ich empfehle Eltern einfach, das auszuprobieren. Und wenn es hilft, ist gut. Und wenn es nicht hilft, haben sie irgendwie nicht so viel verloren. Aber wie du schon sagst, nachts auf jeden Fall. Aber also das Kind auch nach, also gerade wenn die Eltern noch länger, also tagsüber das Kind einfach länger aufrecht zu halten, nach dem Trinken, bis sich vielleicht ein Großteil dieser Milch in den Darm entleert hat. Danke. Würde auf jeden Fall helfen. Danke. Osteopathisch gesehen finde ich es ganz wichtig, Torsionen während des Geburtsprozesses zu lösen, also gerade auf Diaphragma. Aber ich sehe das Diaphragma dann auch als ganz eben, also nicht nur das Diaphragma, sondern den Thorax als Ganzes. Der Thorax wird als Ganzes unter der Geburt deformiert. Und diesen, also einfach dem nachzuspüren, wo da noch Verdrehungen im Thorax und Abdomen sein könnten und das auch als Ganzes einfach anzuerkennen in der Behandlung. Und das lässt sich häufig, finde ich, gut und schön behandeln, wenn das da ist. Man findet refluxbedingt auch häufig mal Spannungen an der Pharynx und dadurch, dass er die Pharynx ganz praktisch am Osokzipitale ziehen darf, kann die dann mal das Osokzipitale in Extension ziehen. Und da würde ich einfach uns alle ermutigen, dass wir nicht anfangen mit der kranialen Behandlung, sondern anfangen mit der somatischen Behandlung. Weil doch Geburtsprozesse relativ kraftintensiv sind. Bin neulich dafür kritisiert worden, zu sagen, eine Geburt wäre traumatisch. Insofern nenne ich das jetzt kraftintensiv. Aber das Kind erfährt einfach viel Kraft und insofern würde ich erst alle somatischen Strains zu lösen, bevor ich mich dann den kranialen Strains zuwenden sollte. Also ich sage nicht, dass man die nicht auch behandeln soll, aber man sollte sich einfach fragen, wo die herkommen. Was ja auch deine Theorie oder unterstützt, dass nicht nur der Vagus jetzt an der Sutura occipitomastoidea wichtig ist, sondern dass einfach das Kind ja noch dranhängt an dem Kopf. Genau, sehr richtig. Der Rest des Kindes hängt da dran. Das ist genau so. Also ich würde Strains im Thorax lösen vor allen Dingen und dann aber auch sowas wie Sacrum, Becken, Quadratus lumborum, die untere Extremität und auch die Verbindung zu den Zwerchfellschenkeln nicht zu vergessen. Also wenn man, es gibt so ein ganz interessantes ein MRT, wo eine arme Frau geboren hat, wohl in einem MRT-Scanner, aber man sieht da, inwiefern Geburt für das Kind eine Ganzkörpererfahrung ist. Also es ist nicht nur der Kopf, der da gequetscht wird, sondern der ganze Körper wird eben zusammengestaucht und insofern finde ich das einfach ganz wichtig, am Kind eben auch das ganze Kind zu untersuchen und sich diese Verbindung über Psoas in die Zwerchfellschenkel hinein mit zu überlegen, wenn ich denn eine bessere Funktion des Zwerchfells hervorrufen möchte. Magst du an dieser Stelle, nur wenn du willst, dieses Konzept des First Breath und Aktivierung des Zwerchfells, Lungenentfaltung, ist das für dich hier auch relevant? Eigentlich ist es für mich weniger relevant. Also für mich ist diese First Breath, sind die Behandlungen vom First Breath sind eher da wichtig, wo die Kinder energetisch schlecht drauf sind. Also wenn Kinder entweder so sehr schlapp sind oder ich den Eindruck habe, die sind noch gar nicht ganz angekommen oder sie nehmen nicht gut zu oder also so, das ist für mich eigentlich eher eine Problematik dafür. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es da gar nicht zusammenhängt, weil das natürlich auch um Thoraxentfaltung und eine gute Funktionalität des Thorax geht und das Kind eben selber eine Verbindung zu seiner Atmung und zu seiner Thoraxfunktion finden muss. Also insofern ist das, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Also nein, finde ich eine schöne Frage, muss ich mich, glaube ich, in der Praxis einfach nochmal mehr schauen, ob ich da nicht auch Zusammenhänge finde. Ich habe es nur bisher nicht gedacht. Ist mir auch gerade eingefallen. Ich wollte noch sagen, das andere, was ich schön finde, was das Diaphragma des Kindes angeht, ist,
sich den Nabel anzuschauen, behandlungstechnisch, vor allen Dingen auch über diese Verbindung des Ligamentum, da steht Ligamentum teres uteri, da war ich ein bisschen schnell. Es soll natürlich das Ligamentum teres hepati sein, Entschuldigung. Also, Verzeihung. Also über das Ligamentum teres zum Diaphragma die Verbindung. Und dadurch, dass ja ein Kind unter der Geburt womöglich auch Zug am Nabel erfährt, kann das faszial einfach ganz viel passieren. Also ne, wenn man sich vorstellt, dass an so einer Nabelschnur während der Geburt womöglich auch mal ganz ordentlich Zug ausgeübt wird, wenn das Kind das wie zum Beispiel um Schultern oder Arm oder Hals oder so hat, dann macht das eben auch Zug am Nabel und das kann eben das Diaphragma an und für sich auch negativ beeinflussen. Da habe ich uns das nochmal gezeigt. Also die Diaphragma-Stellen. Daran ist übrigens auch interessant, wenn wir uns embryologisch das Diaphragma anschauen, wenn wir das positiv beeinflussen wollen, dann sind ja diese ganzen muskulären Anteile, die da seitlich in das Zentrum Tendineum einwachsen, die sind ja nicht vom Nervus phrenicus oder überwiegend nicht vom Nervus phrenicus innerviert, sondern von den Interkostalnerven. Und insofern ist jeden afferenten Input, den wir für die Interkostalmuskeln machen, wird einen positiven Einfluss auf diese Aspekte des Diaphragma haben. Das heißt, wenn man Verspannungen im Interkostalraum findet, dann lohnt sich das, diese Verspannungen zu behandeln, weil man eben dadurch einen positiven Effekt auf die muskulären Anteile des Diaphragmas haben wird. Und dann, um das Zentrum Tendineum positiv zu beeinflussen, was seine Innervation angeht, natürlich Nervus phrenicus und damit auch die Halswirbelsäule. Dann, ich habe nur gerade auf meine Fragen geschaut, aber sonst jetzt keine. Also dann würde ich jetzt zur Laktoseintoleranz kommen. Eine echte Laktoseintoleranz ist ausgesprochen selten. Also dass ein Kind Laktose überhaupt nicht verdauen kann, das ist sehr, sehr selten. Aber es gibt eben ein Spektrum von Kindern, die Schwierigkeiten damit haben oder die Schwierigkeiten mit der Menge an Laktose haben. Und eine unvollständige Laktoseverdauung macht eben Symptome, weil die Laktose im Darm fermentiert und dadurch kommt es zu einer explosiven Flatulenz. Also diese Kinder furzen, so dass man es auch durch den ganzen Raum hört. Das andere, was die Laktose macht, ist, dass sie osmotisch dazu führt, dass mehr Wasser in den Darm gezogen wird und dadurch können die Kinder eben ja tatsächlich auch Durchfälle bekommen, wenn sie jetzt viel Laktose noch im Dickdarm haben. Die Dehnung, die durch die vermehrten Gase verursacht wird, verursacht Schmerzen und verursacht mehr Peristaltik. Also unser Darm macht es zwar nicht sehr aktiv, um sehr beweglich zu sein, aber er mag überhaupt nicht in die Breite gezogen zu werden. Das verursacht sofort Schmerzgefühl. Jetzt ist so ein Grund dafür, warum wir zum Beispiel Laktose oder warum unsere Laktase nicht so aktiv ist, wie sie das sein sollte, dass zum Beispiel, wenn der pH im Darm gestört ist. Also Laktase ist sehr empfindlich, was ihre Umgebung angeht, damit dieses Enzym gut wirken kann. Wenn der pH jetzt gestört ist, weil zum Beispiel das Mikrobiom gestört ist, wegen Antibiotikagabe etc. oder wegen zu viel Stress, also all die Sachen, die eben das Mikrobiom stören, stören im Endeffekt auch die Laktase und dadurch ist es interessant, kann man so vom Behandlungskonzept her sich eben überlegen, was würde ich denn tun, um dem Darm einfach zu helfen, was das Mikrobiom angeht, aber es würde sich eben zum Beispiel auch lohnen, Probiotika zu geben, um zu schauen, ob das Kind die Laktose dann besser verdauen kann, wenn die Darmbakterien wieder stimmen, weil dann einfach die Laktase vernünftig wirken kann. Also das ist so die Kette der Ereignisse, die da stattfinden könnte. Bei einem Kind, das eine latente Laktoseintoleranz hat, also wie gesagt, eine echte, komplette Laktoseintoleranz ist sehr selten, aber es gibt eben doch recht viele Kinder, die so einen Ansatz dazu haben, bei denen ist die Verdauungszeit normal. Die Symptome beginnen etwa 90 bis 120 Minuten nach dem Trinken, also wenn die Milch eben da angekommen, am Dickdarm angekommen ist. Man kann als Medikation Laktase geben, also man kann dieses Enzym einfach geben, das muss man aber zur Milch geben, bevor man die Milch trinkt. Also das muss vorher wirken, was es beim Stillen schwierig macht. Also es ist nicht unmöglich, es führt aber praktisch dazu, dass die Milch eben erst abgepumpt werden muss, dann die Laktase zugesetzt
Und dann gibt man das dem Kind, dann kann das Kind die gut verdauen. Und insofern ist... Da kurz einhaken, ist das okay? Ja, ja, bitte. Das heißt, du hattest du schon Fälle, wo du auch mal abgeraten hast vom Stillen einfach, weil die Laktoseintoleranz so stark war? Oder bist du immer gut mit der Laktase gefahren? Ich bin eigentlich immer gut mit der Laktase gefahren bis jetzt. Also für manche, es ist natürlich anstrengend für die Mütter abzupumpen. Aber wenn das mit dem Abpumpen nicht so ein großes Problem ist, dann habe ich eigentlich dazu ermutigt, weiter Muttermilch zu geben. Weil insgesamt die Kinder, also meiner Erfahrung nach, mit der Muttermilch selbst besser klarkommen als mit der Säuglingsmilchnahrung. Mhm. Obwohl man laktosefreie Säuglingsmilch bzw. verdaute Säuglingsmilchnahrung geben kann. Aber an und für sich funktioniert das gut. Und häufig ist es eben eine Frage des Reifens. Also ist das nicht so was, was jetzt die ganze Stillzeit über ist, sondern die Frau macht das vielleicht mal einen Monat, 6 Wochen und könnte dann wieder versuchen, normal zu stillen. Und ganz viele Kinder haben dann das extra bisschen Reife, dass sie dann mit der Milch auch so gut klarkommen. Und es wäre einfach schade, dafür das Stillen ganz aufzugeben. Also weil viele Familien ja doch einfach eine lange Stillbeziehung auch haben und da sind so 6 Wochen mal in den sauren Apfel beißen, dann überwiegen dann da doch nicht so unbedingt. Passt das so? Danke. Osteopathisch versuche ich, also abgesehen von der Beratung und den Medikamenten, versuche ich die Drainage des Darms zu verbessern. Hilft und empfehle da auch, dass das Kind, wenn es wach ist, häufig in Bauchlage liegen soll, weil einfach da über die Aufhängung des Mesentheriums der Darm sich viel mehr entspannen kann, wenn das Kind in Bauchlage liegt. Und dadurch eben auch, sobald der Stress des Kind runtergeht, die Bakterien sich erholen können, das Mikrobiom sich erholen kann und man sozusagen in diesen Teufelskreislauf gut eingreift, also Vegetativum normalisieren und Drainage des Darms verbessern und ansonsten versuchen, kausal zu wirken. Es ist ja normal, dass wir im Späteren, also umso älter wir werden, desto weniger haben wir die Fähigkeit dazu, Laktose zu verdauen. Und bei zum Beispiel 24% älterer Kinder, da ging es in der Studie, glaube ich, um Kinder von 8 bis 9, haben Schwierigkeiten, Laktose zu verdauen. Und umso älter wir werden, desto größer wird diese Schwierigkeit. Also es ist normal, dass Kinder, also Säuglinge, Milch trinken können. Und dass ältere Kinder das eben nicht können. Und das ist so was, das ich manchmal ins Schild führe, wenn wir später dazu kommen, dass ältere Kinder übermäßig viel Milch trinken und dann Probleme damit haben. Aber das sollte heute nicht unser Thema sein. Also wenn wir in der Übersicht nochmal schauen, in der Laktoseintoleranz, die kann jederzeit auftreten nach Geburt. Die Zeit zwischen Trinken und Schreien ist etwa 2 Stunden. Das Kind spuckt und speit eventuell ein bisschen mehr, aber nicht viel, kann aber massiv Blähungen haben und kann massiv viel pupsen. Und wie gesagt, diese Medikation Laktase würde eben helfen. In England heißt dieses Medikament Colef. Anja, du hattest es nachgeschaut, wie das auch in Österreich heißt. Also das Enzym gibt es Lactase, was als ja Lactase als Over-the-Counter möglich okay. ist. Nein. Dann hilft das alles nicht. Wir müssen uns dann einmal darüber unterhalten, was normaler Stuhlgang ist beim Kind. Bei Kindern unter, also weil das eben so, also so als unsere Kind lesen zu können und seine Physiologie zu verstehen ganz wichtig ist. Bei Kindern unter 2 Jahren ist die Wasserrückresorption sehr unreif und dadurch ist der Stuhlgang normalerweise dünner. Das heißt, wenn ein Kleinkind keinen geformten Stuhl hat, ist normal. Also sprich jedes Neugeborene oder jeder Säugling, der geformten Stuhl hat, das ist eigentlich eher weniger normal. Und die Kinder haben häufig nicht genug Flüssigkeit, wenn das der Fall ist. Also das muss man einfach wissen, dass das so ist. Und dann geht es auch um die Farbe. Was für Farben sind normal? Also brauner Stuhlgang ist eigentlich nicht normal, bis man anfängt, normales Essen zu essen. Sondern bei Neugeborenen ist der Stuhlgang alles von Karottenfarben bis Maisgelb und kann aber auch grün sein. Bei Frauen, die stillen, hängt das ganz viel, oder bei Kindern, die Muttermilch trinken, hängt das ganz viel davon ab, was die Mutter isst und trinkt. Wenn eine Frau etwas isst, was bei ihr selber zu einer höheren Gallenausschüttung führt, dann führt das beim Kind auch zu einer höheren Gallenausschüttung und dadurch ist der Stuhlgang eher grün.
Insofern ist es ganz normal, dass sich das bei einem gestillten Neugeborenen tagtäglich verändert, wie die Farbe des Stuhlgangs ist. Bei einem Kind mit Flaschennahrung sollte das eigentlich immer ziemlich ähnlich sein. Also wenn da große Veränderungen passieren, sollte man schon fragen, warum. Von der Konsistenz her habe ich schon gesagt, es sollte nicht geformt sein. Und vom Geruch her ist es auch ganz interessant. Also vor allen Dingen ein gestilltes Kind, der Stuhlgang hat zwar Geruch, aber er riecht nicht unangenehm. Also er hat nicht so dieses, dass man sich anfängt darüber zu streiten, wer jetzt die Windel wechseln muss. Das fängt eigentlich erst an, wenn die Kinder anfangen, Fleisch zu essen. Also so ein bisschen schon, wenn sie anfangen, anderes zu essen. Aber wenn sie anfangen, Fleisch zu essen, das ist das, wo man dann sagt, nee, ich glaube, du bist dran mit Windeln wechseln. Dass es anfängt zu stinken, ist dann wirklich erst dann so. Insofern, also der Rückkehrschluss ist, bei einem Neugeborenen sollte Stuhlgang nicht stinken. Es sollte keinen offensiven Geruch haben. Darf ich nochmal kurz einhaken? Bitte. Vielleicht kommt es jetzt eh, aber wie ist es, wenn jetzt Kinder nicht gestillt werden, sondern Flaschennahrung kriegen? Oder auch beim Zahnen werden ja häufig Veränderungen der Konsistenz oder der Farbe berichtet. Magst du da nochmal drauf eingehen? Mache ich. Du musst mir nur gerade sagen, Entschuldigung, dass das jetzt, ob das so mit dem Ton noch geht. Das ist perfekt. Gut, dann lassen wir das so. Mache ich jetzt gerade nichts anderes. Ja, also die Kinder zeigen uns ganz viel irgendwie, was in ihrem Körper so passiert, darüber, was sie ausscheiden und wie sie ausscheiden. Und du hattest ja Zahnen erwähnt, da ist es eben zum Beispiel so, dass der Stuhlgang häufig dünner wird und häufig auch saurer wird, was dann dazu führen kann, dass sie zum Beispiel auch einen wunden Po kriegen, weil es die Haut am Po irritiert. Oder wenn Kinder jetzt Flaschennahrung kriegen, ist es vor allen Dingen auch bei hypoallergener Nahrung so, da riecht die Milch ja an und für sich schon unangenehm. Bei der hypoallergenen Nahrung, da ist die Nahrung aufgeschlüsselt in Aminosäuren und nicht mehr ganz in Proteine. Und da riecht die Milch schon unangenehm, da riecht der Stuhlgang auch unangenehm. Also es hängt wirklich davon ab, was man in das Kind hineingibt, was da auch wieder rauskommt. Insofern, ich denke halt nur, man muss wissen, dass bei einem gestillten Kind sich das eben, das fluktuieren kann, das sich von Tag zu Tag verändern kann. Und bei einem nicht gestillten Kind ist es eben eher konstant. Also starke Veränderungen bei einem Kind, was aber weiterhin die gleiche Nahrung bekommt, sind eigentlich ungewöhnlich. Da sollte man sich schon fragen, warum ist das jetzt so und was passiert da? Pathologisch wird Stuhlgang oder auf Pathologien hinweisend wird Stuhlgang dann, wenn er vor allen Dingen viel Schleim enthält. Das wäre zum Beispiel ein Zeichen für eine Allergie. Also wenn der Darm einfach insgesamt sehr viel Schleim absondert, um sich zu schützen und das Allergen loszuwerden. Oder wenn rote Bestandteile da drin sind, könnte das natürlich auf eine Blutung hinweisen. Oder wenn Stuhl schwarz ist, könnte das auch auf eine höhere Blutung hinweisen. Und wie gesagt, sehr feste Stühle sollten bei Neugeborenen auch nicht sein. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie zu wenig Flüssigkeit aufnehmen. Danke. Ich hatte gerade schon die Allergien erwähnt. Also es können natürlich Kinder auch eine Allergie haben und du hattest vorhin so hilfreich gefragt, was sind denn da die Unterschiede? Also bei einer Allergie geht es darum, dass es der Körper eine Unverträglichkeit auf ein Protein hat, was da im Darm sozusagen vorbeischwimmt. Und ganz häufig ist es bei Kindern, dass sie eben eine Kuhmilchallergie haben. Und die Säuglingsmilchnahrung, die normale Säuglingsmilchnahrung, die wir heutzutage geben, ist ja aus Kuhmilch gemacht. Das heißt, sie ist zwar aufbereitet, aber sie enthält immer noch Kuhmilchprotein. Und es ist auch in der Muttermilch so, dass wenn die Mutter Kuhmilchprodukte zu sich nimmt, dass ein gewisser Teil oder zumindest Bruchteile des Proteins mit in die Milch übergehen. Das heißt, es kann sein, dass das Kind auf Kuhmilch, also auf das Protein in der Kuhmilch, allergisch reagiert und es deswegen eben zu diversen Symptomen kommt. So ein großer Symptombereich bei Kindern könnte die Haut sein, dass sie eben Ausschlag zum Beispiel rund um den Mund haben, nachdem sie getrunken haben, oder dass sie eine sehr fleckige und trockene Haut haben, die vielleicht so ein bisschen wie eine Neurodermitis-Haut aussieht. Und der Prozentsatz der Kinder, also ich sage jetzt nicht, dass alle Kinder, die Kopfgneis haben, allergische Kinder sind, aber viele der allergischen Kinder haben Kopfgneis. Darf ich nochmal einhaken? Ja. Mit dem Kopfgneis. Es ist ja oft, dass es in der Klinik oder dass oft
Kopfkneis und Milchschorf gleichgesetzt wird. Gibt es da für dich oder was sind die Unterschiede? Wie unterscheidest du das in der Klinik? Also es wird im deutschen Sprachgebrauch unterschieden in dem Sinne, dass man vom Milchschorf spricht, wenn das erst nach dem dritten Lebensmonat beginnt und das Kind da auch Symptome hat, also da ist ein starker Juckreiz da, es irritiert das Kind, wohingegen Kopfkneis ist einfach da. Das sind halt diese Krusten im Haaransatz, die das Kind aber sonst nicht groß stören und die Haut ist auch nicht irritiert. Und Kopfkneis ist eben ab Geburt eventuell auch da, also eher in den ersten 3 Monaten. Und wenn es länger dauert oder eben viel juckt, wobei das eben erst später meistens anfängt, dann spricht man im deutschen Sprachgebrauch von Milchschorf. Das heißt, beide gehen oder zeigen vielleicht eine atopische Prädisposition ja. an? Ja. Okay. Aber wie gesagt, nicht alle Kinder mit diesem Symptom haben Allergien oder haben ausgesprochene Allergien, sondern ich glaube, wie du sagst, so eine Neigung dazu wird dadurch eher angezeigt. Die Kinder haben vermehrte Schleimproduktion nicht nur im Darm, sondern auch in den Luftwegen. Also das können Kinder sein, die, also wenn die Eltern sagen, ah, das hat ein Schnupfen, ja, dann ist es nicht unbedingt ein Schnupfen. Das ist zwar das, wie die Eltern das zuerst interpretieren, aber man hört einfach, dass das Kind mehr Atemgeräusche macht oder die Nase verstopft hat, aufgrund dieser vermehrten Schleimproduktion. Und das könnte eben auch mal an einer Nahrungsmittelallergie liegen. Und ein anderes Symptom, was aber nicht immer so ist, ist ein ergießendes Erbrechen. Also die Kinder erbrechen zwar im Schwall in dem Sinne, aber ohne Druck. Das heißt, denen läuft einfach die ganze Mahlzeit so und zwar schnell aus dem Mund. Wenn man da nicht hinschaut, sieht man, also hört man es auch gar nicht unbedingt. Ja, sonst, wenn sich jemand erbricht, dann hört man, das ist ja so ein ganz klassisches Geräusch, das hört man auch. Aber wenn man ein Kind auf dem Schoß hat, was dieses allergische Erbrechen hat, dann hat man plötzlich einen nassen Schoß oder alles ist irgendwie, was man sonst in der Hand hat, ist nass, weil die ganze Nahrung wieder rausgekommen ist. Aber man hat es eigentlich nicht gehört. Das ist so ein, das wäre ein ganz typisches Zeichen für ein allergisches Erbrechen. Wenn das Kind gestillt wird, dann ist es interessant zu fragen, was die Mutter denn isst oder wogegen vor allen Dingen auch die Mutter allergisch ist oder der Vater allergisch ist. Wenn das Kind mit der Flasche gefüttert wird, ist die Frage, welches Produkt gibt, bekommt es vielleicht schon hypoallergene Nahrung? Also HA steht für hyperallergene Nahrung. Und die Familienanamnese ist mir da auch immer ganz wichtig. Ich merke immer wieder, ich frage, ne, haben Sie Allergien in der Familie? Dann sagen meine Eltern nein. Und dann sage ich, haben Sie denn Heuschnupfen? Ja, Heuschnupfen haben wir auch. Ja, also es ist so, es wird so ein bisschen in der Bevölkerung, finde ich, häufig unterschätzt, was alles Allergien sind oder was alles atopisches Potenzial ist. Und das ist natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist schon höher, wenn eins der Elternteile eine Allergie hat, dass das Kind das womöglich auch hat. Darf ich nochmal einhaken? Ja. Wenn du jetzt aus deiner Erfahrung heraus sagen müsstest, okay, das sind jetzt meine Top 5 an Nahrungsmittelallergien, die auf das Kind auch einwirken, wenn die Mutter sie isst. Was wären deine Top 5? Also ich versuche immer, wenn ein Kind sehr irritabel zu mir in die Praxis kommt und Allergie eine potenzielle Differentialdiagnose ist, dann versuche ich mit den Eltern ganz pragmatisch einfach so Selbsttests zu machen. Also im Sinne von, sie schließen ein Nahrungsmittel für eine Zeit lang aus und schauen dann mal, ob es besser wird. Und wir fangen meistens mit Kuhmilch an. Und als nächstes würde ich dann Weizen testen, also Weizen und glutenhaltiges, aber vor allen Dingen eben auch Weizen. Und dann Zitrusfrüchte und Nachtschattengewächs, also Tomaten und Paprika und so. Und dann ganz elendig allergisches Potenzial hat leider auch Schokolade. Also das ist so, das finden die stillen Mütter am allerschlimmsten, das auszutesten, das wegzulassen. Aber ja, das wären, glaube ich, so, das wäre so meine Haut. Und dann gibt es halt noch die Produkte, die eben viel Histamin enthalten. Also je nach Jahreszeit, Leute jetzt kiloweise Erdbeeren essen oder ja, also da würde ich vielleicht auch noch drauf schauen. Aber ich fange meistens mit Kuhmilch an und das deckt doch einen Großteil ab, dass es vielen Kindern einfach besser geht, wenn die Frau sich kuhmilchfrei ernährt. Glaubst du, ist in der Schokolade dann auch die Kuhmilchkomponente oder ist es mehr Kakao oder hast du eine Ahnung? Nee, es liegt, also Jane Carrero sagt, es liegt am Kakao selbst dann, leider. Und Milch könnte man ja noch vermeiden, aber.
Nein, es liegt wohl an der Schokolade selbst. Ich habe mal vor ein paar Jahren versucht, aufzurecherchieren, ob es jetzt eigentlich Antikörper sind oder Fragmente aus der Nahrung, die Muttermilchgängig sind. Gibt es da irgendwie jetzt schon Evidence-Base oder irgendwas? Hast du was gefunden? Nee, so viel, also außer dass es Fragmente sind und dass eben das, diese Fragmente von dem Protein groß genug bleiben, dass das Immunsystem des Körpers das erkennt, weiter bin ich da auch nicht. Und das ist eben, also wir wissen, also es gibt schon Kinder, denen, für die, diese haben so ein hohes allergisches Potenzial, dass die besser mit hypoallergener Nahrung klarkommen, also mit Nahrung, die eben nur noch Aminosäuren sind und total aufgeschlüsselt, als dass sie mit der Muttermilch klarkommen. Also das blutet einem zwar das Herz, das zugeben zu müssen, aber es gibt Kinder, die damit besser fahren. Ich also, glaube, es ist noch eine andere Frage reingekommen. Ja. Schaust du auf deinem Handy? Ja, ich schaue, warte. Ist es tatsächlich normal, dass so viele Tage zwischen den Stühlen sein können? Ja, das ist normal. Ich gehe auch gleich noch mal genauer auf die Verstopfung bei Kindern ein, weil das ist ja quasi die Gegenfrage dazu. Also wann hätte ein Kind Verstopfung? Und ich nehme an, das kommt aus, also diese Frage gerade kommt aus der Erfahrung, dass eben gestillte Kinder teilweise auch bis 10 oder 14 Tage mal keinen Stuhlgang haben. Und solange ein Kind da keine Schwierigkeiten mit hat, den Stuhlgang abzusetzen, also sich nicht quält damit und Schmerzen dabei hat, kann das beim, vor allen Dingen beim gestillten Kind völlig normal sein. Die kommen in ein Stadium, da verdauen die das, was sie aufnehmen, wenn sie nicht übermäßig viel trinken, so gut, dass da einfach nicht so viel Rückstände bei überbleiben, dass sie viel ausscheiden müssen. Aber ich würde eben das davon abhängig machen, ob das dem Kind gut oder schlecht geht. Also ein Kind, das sich irgendwie mit Bauchweh windet und dann ganz erleichtert ist, wenn es dann endlich mal Stuhlgang gehabt hat, da würde ich das anders einschätzen als bei einem Kind, was sonst ganz glücklich ist und ja, dass eben keine größeren Schwierigkeiten damit hat, Stuhlgang abzusetzen. Das heißt, du würdest da jetzt auch nicht irgendwie das Thermometer als Reizsetzung nehmen, weil viele benutzen ja dann das Fieberthermometer, um am Anus einen Reiz zu setzen. Ich würde das nur tun, wenn ich den Eindruck hätte, das Kind quält sich damit, das rauszukriegen. Mhm. Also da, dann kann das schon mal sein. Also wenn so ein Kind so einen Tag lang schon grisselig ist und nicht so richtig glücklich und sich windet und der Bauch ist vielleicht ganz dick, dann würde ich dem Kind vielleicht schon ein bisschen helfen, aber wie gesagt, das kann bei ganz vielen Kindern ziemlich normal sein. Also ich würde vor allen Dingen erstmal sowas machen wie mehr Wasser, mehr Flüssigkeit anbieten und würde es damit reizen. Also so. Nee, ich würde das wirklich von der Befindlichkeit des Kindes abhängig machen. Aber das kann schon sehr normal sein. Die meisten gestillten Kinder kommen da irgendwann hin. Also in den ersten Wochen ist es ja häufig so, dass die gestillten Kinder viel mehr Stuhlgang produzieren, weil sie einfach ad lib trinken, so viel trinken können, wie sie wollen und den ganzen Überschuss sozusagen wieder ausscheiden. Und später ist es dann so, dass sie dann so effizient werden, darin das zu verdauen, dass sie eben nicht mehr so schrecklich viel ausscheiden müssen. Das andere, was dazu kommt, ist, dass dann natürlich man danach fragen sollte, wie häufig ein Kind eine nasse Windel hat, also wie viel Urin es ausscheidet. Und da sollten das schon 5 bis 6 Mal am Tag sein, dass die Windel nass ist. Wenn ein Kind zufrieden ist und 5 bis 6 Mal am Tag eine nasse Windel hat, dann kriegt es genug rein. Also dann kriegt es genug rein und dann muss man sich da eigentlich um die Nahrungszufuhr sonst keine Sorgen machen. Und es ist interessanterweise auch laut WHO kontraindiziert, nicht kontraindiziert, aber kontraproduktiv, ein gestilltes Kind zu wiegen. Ja, man sollte die klinischen Zeichen beurteilen und wenn das Kind, wie gesagt, genug Flüssigkeit ausscheidet und zufrieden ist, dann braucht man ein gestilltes Kind nicht zu wiegen. Wir hatten vorhin schon mal was von der Hypoxie in der Vorgeschichte gesagt, dass das eben den Darm schädigt und wir wollen uns jetzt gleich nochmal anschauen, warum das so ist. Hier habe ich nochmal ein Bild von Kopfgneis. Für die Leute, die nicht wussten, wovon ich sprach. Und in der Übersicht, ja, also Zwischenraum zwischen Trinken und Schreien 0 bis 2 Stunden. Und die allergischen Kinder spucken halt viel. Also die versuchen wirklich, das einfach so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Dafür haben die aber wenig Blähung und ja, müssen deswegen auch wenig pupsen.
Wenn wir uns den Darm anschauen, dann ist er in seiner Entwicklung, ich muss auch ein bisschen embryologisch ausholen, damit wir das verstehen, ist der Darm ja erstmal außen eigentlich. Der wird in der dritten bis vierten Embryonalwoche abgefaltet und wird sozusagen dem Dottersack abgezwackt. Und was da über ist, faszial, ist der Ductus vitellinus. Und er ist sehr empfindlich auf Hypoxie während der Entwicklung, weil er sich teilweise so schnell entwickelt. Das heißt, er kann einfach keine Unterversorgung tolerieren in seiner Entwicklung. Und die Spitzen der Mikrovilli, also der Darm macht ja Falten und in diesen Falten sitzen Mikrovilli, um Oberflächenvergrößerung zu erzielen. Und die Spitzen dieser Mikrovilli, die haben das größte Risiko. Die sterben einfach ab und das führt dann dazu, dass der einzelne Villus dann zu kurz wird und dadurch eben insgesamt im Darm die Oberfläche verringert wird. Und das kann dazu führen, dass, also wenn man da einen gewissen Schwellenwert überschreitet, dass es eben so viel zu wenig aufgenommen wird oder die Aufnahmefähigkeit des Darms so weit vermindert ist, dass das Kind nicht mehr ausreichend zunimmt und dass es eventuell auch an Diarrhoe leidet. Ja, also der Darm hat Falten, diese Falten haben Willi. Und wenn wir uns jetzt einen so einen Villus anschauen, dann kann man hier schön sehen, wie die Blutversorgung ist. Und die Blutversorgung ist so ein bisschen suboptimal im Design. Und zwar ist es eben so, dass es da so zu einem Gegenstrom kommt und das führt dazu, dass eigentlich nur 80% des Sauerstoffs, der vorhanden ist, aufgenommen werden kann oder verfügbar ist. Jetzt schieben sich an so einem Villus ganz regelmäßig, macht der Selbsterneuerung. Und zwar schiebt er da unten aus den Krypten von Lieberkain Stammzellen hoch. Und diese Stammzellen sollen eigentlich diesen Villus regelmäßig neu reparieren. Und wenn die Blutversorgung oben an der Spitze nicht gut genug ist, dann stirbt diese Spitze einfach ab und dann wird der Villus zu kurz. Wenn wir uns jetzt überlegen, welche Kinder wir vielleicht kennen, auch in unserem Patientenstamm, die nicht gut zunehmen, dann sind das teilweise Kinder mit Herzfehlern, Kinder mit sehr schwierigen Geburten, Kinder, die zu früh geboren sind. Ja, die haben alle in ihrer Geschichte, dass sie irgendwann mal oder chronisch einen Sauerstoffmangel hatten. Und deren Darm ist wahrscheinlich gerade an so einem Schwellenwert, dass sie so gerade eben genug aufnehmen, aber eigentlich müssten sie ein bisschen mehr aufnehmen. Und das könnte einer der Gründe dafür sein, warum Kinder mit chronischen Erkrankungen nicht gut zunehmen, weil der Darm einfach chronisch unterversorgt ist. Nein, das sind die Kinder, wo die Eltern sagen, wir schütten so viel Kalorien in dieses Kind rein, das können sie sich gar nicht vorstellen. Ja? Der darf jeden Tag so viel Schokolade essen, wie er will, und sie nehmen trotzdem nicht zu. Da ist die Gewichtszunahme eher problematisch. Ich glaube, es sind noch Fragen reingekommen. Da ist die Frage, wenn die Mama allergisch reagiert, sollte das Kind später dann auch darauf verzichten? Das ist nicht immer so. Das lohnt sich, das auszuprobieren. Ich empfehle, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass wir Menschen, also unsere Neugeborenen, eigentlich ein Jahr früher geboren sind, als sie eigentlich reif genug wären. Also wenn man das jetzt vergleicht mit zum Beispiel einem Fohlen, ja, das wird geboren und kann stehen und kann schon ein bisschen Gras essen und so. Das können unsere Kinder erst, wenn sie ein Jahr alt sind. Und insofern, finde ich, sollte man ein Kind in diesem ersten Jahr, in dieser noch sehr bewussten Unreife, schon mehr schützen, als man es vielleicht den Rest des Lebens tut. Insofern würde ich, wenn es jetzt eine ausgeprägte Allergie in der Familie gibt, würde ich das Kind nicht unbedingt damit im ersten Lebensjahr konfrontieren, sondern ich würde das nach dem ersten Lebensjahr mal austesten, wie das Kind reagiert. Also das wäre so rein pragmatisch mein Zugang dazu. Weil man eben, ja, es sind nicht alle Allergien werden genetisch so weitergegeben. Das muss man an und für sich einfach testen. Aber man kann es ja dann mit Vorsicht testen. Also muss man zum Beispiel nicht testen, während man im Flugzeug sitzt, 12 Stunden oder so, sondern im Zweifel dann, wenn man medizinische Hilfe haben könnte. So, also ja, mit Vorsicht da dran gehen. Schaue ich gerade, was mal die andere nächste Frage war. Wir haben bereits mehrere Mütter berichtet, dass ihnen die Hebammen sagen, bei Stillkindern kein Wasser oder Tee zu geben. Was sagst du dazu? Das ist vor allen Dingen im Sommer bei Hitze nicht zu riskant. Ich finde, man
sollte genau danach gehen, dass man schaut, was ist das Bedürfnis des Kindes. Es gibt manche Kinder, die stark schwitzen, einfach auch stark und viel Flüssigkeit verlieren. Und denen kann man natürlich Muttermilch anbieten, aber dann würde ich danach gehen, wie dick ist denn dieses Kind? Und ich bin heute auch davon ab, mittlerweile zu sagen, dass man ein gestilltes Kind nicht überfüttern kann. Das kann man, glaube ich, schon. Und ich glaube, dass das Kind da nicht unbedingt, dass das für das Kind nicht unbedingt zuträglich ist. Natürlich soll ein Kind so viel trinken können, wie es will, aber wenn es vielleicht tatsächlich nur Durst hat, dann muss es im Zweifel nicht unbedingt, und das Muttermilchangebot sehr hoch ist, dann muss man vielleicht nicht unbedingt dem Kind Muttermilch geben, wenn Wasser auch, also ich finde, abgekochtes Wasser kann man dem Kind ruhig geben. Da, also je nach Bedarf eben, wenn es jetzt vor allen Dingen, ja, in Wien war ja der Sommer letztes Jahr auch wahnsinnig heiß, das wäre Vernachlässigung, da dem Kind nicht Flüssigkeit regelmäßig anzubieten. Also man kann das mit Milch probieren, aber man kann eben mal schauen, dass es, man tut den Kindern ja keinen Gefallen. Die werden ja dann irgendwann so schwer, dass sie es schwierig finden, sich fortzubewegen und ihre Meilensteine zu erreichen. Also ich finde, das muss man pro Fall irgendwie abwägen. Da gibt es da gibt es nicht eine Regel, die für alle gilt. So. Manche Kinder kommen völlig ohne Wasser klar und andere brauchen es halt. Also ich weiß nicht, warum es Tee sein muss. Das ist mehr so die Frage. Also man kann dem Kind Wasser geben und dann... Manchmal mit der Idee wird es hier empfohlen, den Gallenfluss vielleicht zu stimulieren mit einem Fencheltee. Okay, ja, doch. Also was, glaube ich, nicht sein muss, ist, dass man dem Kind Tee oder Wasser in den ersten zwei Lebenswochen gibt. Also das ist, glaube ich, das ist Blödsinn. Ja, in der Zeit sollte das Kind möglichst und häufig und viel an der Brust trinken, damit das Kind und die Brust sich kennenlernen und gut aufeinander einspielen. Aber später, denke ich, stört es überhaupt nicht, Wasser als extra Flüssigkeit zu geben, vor allen Dingen, wenn es heiß ist. Das ist jetzt noch eine Frage. Okay. Also die Frage war, ob ich das bitte nochmal sagen kann, ob das normal ist, dass die Säuglinge so viele Tage zwischen den einzelnen Stühlen haben, zum Beispiel eine Woche. Ja, das kann normal sein. Also das ist in der ersten Woche nicht normal, aber und vielleicht auch in der zweiten Woche noch nicht, aber das kann später, so vor allen Dingen ab dem zweiten Lebensmonat, kann das völlig normal sein. Und das hängt wirklich davon ab, zu schauen, wie glücklich ist das Kind. Wenn es dem Kind dabei gut geht und es zufrieden ist und es sich wohlfühlt, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist bei einem gestillten Kind dann wirklich kein Problem. Die verwerten einfach die Milch gut. Es geht ja ganz viel um Autoregulation, und wir müssen uns, was ich ja gerade auch schon gesagt habe, klar machen, dass das Kind, dass die Autoregulation auch in reifgeborenen, also in am Termin geborenen Kindern sehr unreif ist. Und umso früher ein Kind geboren wird, desto unreifer ist es eben. Das heißt, diese ganzen Problematiken, die wir gerade von der Reife her besprochen haben, sind potenziert bei Kindern, die umso früher sie geboren werden. Ja? Also wenn ein Kind zum Beispiel vor der 30. Schwangerschaftswoche geboren wird, dann ist der Darm noch überhaupt nicht dafür fertig, sozusagen, dass er Nahrung verdauen soll. Und insofern kriegen die ganz viele Probleme damit, dass sie einfach Nahrung aufnehmen müssen, sich damit auseinandersetzen müssen. Da gibt es auch so ein Krankheitsbild der nekrotisierenden Enterokolitis. Ja, wenn der Darm eben Sauerstoffmangel hat und gleichzeitig viel verdauen muss, dass der dann tatsächlich anfängt, eben nekrotisch zu werden und Darm abzusterben. Das ist für die Kinder ganz, ganz schwierig. Also man muss die Kinder, es gibt da keinen Stopppunkt sozusagen, wo man sagen kann, das ist jetzt, ab da ist ein Kind reif genug insgesamt, sondern es ist eben auf einem Spektrum. Umso unreifer das Kind, desto größer sind die Probleme. Wir haben noch nicht über die, ich sag gleich, da kam gerade noch eine Frage zum Thema Stuhlgang. Ich sag noch bei der Konzipation gleich was über den Stuhlgang. Es wird dann ganz klar versprochen. Ich wollte noch eben was über die Pylorusstenose sagen. Pylorusstenose ist eine Hypertrophie, beginnt etwa, also die Symptome beginnen etwa zwischen der 3. bis 12. Lebenswoche. Typisch ist aber ab dem 2. Lebensmonat, also wenn das Kind schon 2 Monate alt ist. 3. Woche ist das, was in der Literatur beschrieben ist, aber das ist nicht unbedingt so ganz typisch. Und es kommt daher, dass der Pylorus eine Hypertrophie entwickelt und dadurch nicht nur nach außen
spürbar ist, also ist wie so eine olivengroße Masse spürbar, sondern er wird eben auch nach innen enger und irgendwann kommt man dann in das Stadium, dass der Magen sich eben nicht mehr ausreichend entleeren kann und dann kommt es zu einem sehr druckbelasteten Erbrechen. Also das Erbrechen wird zunehmend mehr, wohingegen zum Beispiel bei einem Refluxkind sollte es eben zunehmend weniger werden und das Kind sollte vermehrt anfangen, also bei einem Refluxkind sollte das Kind vermehrt anfangen, richtig zu verdauen, wohingegen bei einer Pylorusstenose werden die Probleme mehr. Und wenn man dann einen gewissen Grenzwert erreicht hat, dann hört das Kind auch auf, gut zuzunehmen und es produziert weniger Urin und Stuhl. Und wie gesagt, dieses Erbrechen kann sehr druckhaft sein, dass es eben, dass das Kind einfach auch im weiten Bogen erbricht. Also ich sag mal so, dass es so 1 Meter oder 1,50 Meter sogar weit erbrechen kann. Es ist die Pylorusstenose häufiger bei Jungen. Also bei einem Jungen würde man eher sozusagen dahin tendieren, das in die Differentialdiagnose aufzunehmen. Und man kann eben eine olivengroße Masse im rechten oberen Quadranten spüren. Viele von diesen Kindern müssen operiert werden. Die osteopathische Behandlung dieser Kinder nach Operationen lohnt sich auf jeden Fall, um Narbengewebe etc. gut zu integrieren und einfach den Nebeneffekten der Operation, den Kindern mit den Nebeneffekten der Operation zu helfen. Aber es werden auch einige, also es wird immer mal wieder probiert, diese Pylorushypertrophie mit Atropin zu behandeln, was auch häufig hilft. Ich würde mich jetzt osteopathisch so weit aus dem Fenster lehnen, dass wenn man diese Kinder, wenn man diesen Pylorus sozusagen anfängt zu behandeln, bevor er eine Stenose hat, dass man dann, glaube ich, so manche echte Pylorusstenose vermeiden kann. Das kann ich natürlich nicht nachweisen, aber das ist so mein Eindruck. Deswegen würde ich immer noch da stehen und sagen, dass man alle Neugeborenen einmal osteopathisches Check-up machen sollte und all das, was fair und angespannt ist, behandeln. Dann würde man vielleicht so manche Pylorusstenose doch auch vermeiden, weil wir eigentlich keine wirkliche Etiologie wissen auf das Problem. So, jetzt führe ich nochmal das mit dem Erbrechen zusammen. Also die Differentialdiagnose fürs Erbrechen wäre einmal der Reflux, der würde eben früher anfangen und sollte eigentlich dann bis zum 2. Monat besser werden. Die Allergie, die jederzeit an und für sich auftreten könnte, vor allen Dingen, wenn das Kind mit neuen Stoffen konfrontiert ist. Dann die Pylorusstenose, die eben später auftaucht, wo das Erbrechen schlimmer wird. Und dann habe ich da noch zugeführt, dass es, wenn es ein plötzlich neues Erbrechen ist, was auftritt, dass es immer mal an einem erhöhten Hirninnendruck liegen kann. Bei Kindern, die können das natürlich lange kompensieren, dadurch, dass sie ja die offenen Schädelnähte noch haben und auch über die Fontanellen mehr Druck ausgleichen können, als wir das im Erwachsenenalter können. Aber das sollte man einfach im Hinterkopf behalten für die Differentialdiagnosen fürs Erbrechen. So, jetzt kommen wir nochmal zur Konstipation. Also es gibt funktionale Gründe, nämlich die Unreife des Nervensystems, vor allen Dingen vom Plexus mesentericus und in der Submucosa. Das reift so etwa bis zum 5. Lebensjahr aus. Und dann kann zur funktionellen Obstipation eben auch, wenn es zum Beispiel Probleme, also mechanische Probleme am Beckenboden gibt. Beckenboden, Becken, Sacrum, Oskoxiges, Hüften. In diesem ganzen Komplex, jede extra Spannung da kann dazu führen, dass das Kind Schwierigkeiten damit hat, den Stuhlgang abzusetzen. Und da gehe ich jetzt nochmal auf die Frage ein. Ja, wenn der Stuhl, also die Frage war, selbst wenn ein Kind selten Stuhlgang absetzt, wenn es Schwierigkeiten damit hat, ihn abzusetzen, dann sollte man schauen, woran liegt das. Ist es tatsächlich, dass es zu dick ist, dass nicht genug Flüssigkeit da ist, oder könnte es einfach daran sein, dass die Mechanik im Becken das nicht zulässt, dass das Kind mit Leichtigkeit den Stuhlgang absetzt? Und da habe ich klinisch einfach ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass es dann nicht so sehr am Darm selbst liegt, sondern dass es vielmehr an den somatischen Strukturen des Beckens liegt. Und wenn man das behandelt, dass dann viele Kinder und auch untere Extremität, dass dann viele Kinder innerhalb von 1-2 Stunden Stuhlgang absetzen und das teilweise auch in rauen Mengen. Also das ist keine Seltenheit, dass die Eltern dann SMS schreiben und sagen, sowas haben sie ja noch nie gesehen. So 2 Stunden nach Behandlung. Also das lohnt sich einfach wirklich da von der Mechanik her zu schauen, weil
ein Kind, das sich quält mit Stuhlgang absetzen. Ich glaube, bevor ich dann Anus walzen würde, würde ich, also Anja hatte ja vorhin nach der Thermometermethode gefragt, würde ich, glaube ich, eher Spannungen einfach in der ganzen Beckenregion ausgleichen und dann mal warten, was da kommt. Und bei dem allergrößten Großteil der Kinder funktioniert das dann von alleine gut, ohne dass man nachhelfen muss. Dann gibt es noch ein paar strukturelle Gründe dafür. Also es gibt, ich möchte es einfach nur, dass wir das nicht medizinisch im Hinterkopf behalten. Also vor allen Dingen bei akut auftretenden Verstopfungen. Also dass es immer mal sein kann, dass der Darm einfach akuten Verschluss hat. Oder dass es zu einer Pseudoobstruktion kommt, sekundär zu anderen systemischen Erkrankungen. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie den Morbus Hirschsprung, wo es zu einer tonischen Kontraktion des Rektums kommt und wo es dann irgendwann, wenn der Körper sich gar nicht anders zu helfen weiß, zu Erbrechen von Fäkalien kommt, wo also sozusagen die Darmmenge wieder zurück nach oben, also wo es eine umgedrehte Peristaltik gibt und der Darminhalt nach oben entleert wird. Also, aber die meisten dieser Kinder sollten eigentlich diagnostiziert sein, bis sie bei uns ankommen. Aber nur, dass man das so der Vollständigkeit halber damit aufgenommen hat. Und bei Rückenmarksläsionen könnte es natürlich, also das wäre auch ein struktureller Grund dafür, warum ein Kind chronisch Verstopfung hat. Darf ich vielleicht noch kurz mit einer Frage einhaken? Wenn wir jetzt Verstopfung, Koliken, also viele Blähungen der Kinder betrachten, welche Rolle spielt Candida für dich? Triffst du da häufig drauf und was sind für dich Zeichen für Candida, das ja oft so weiße Belege macht und manchmal schwierig abgrenzbar ist von der Milch auf der Zunge des Kindes? Ja, nein, das ist richtig. Also da muss man das Kind ein bisschen ärgern und eben einfach mal tatsächlich in den Mund fassen und versuchen, diese Beläge wegzuwischen. Entweder mit der Hand oder mit dem Q-Tip oder so. Und wenn sich das wegwischen lässt, ist es Milch. Und wenn es sich nicht wegwischen lässt, dann ist es eher ein Candida. Und das stimmt völlig. Also Candida ist einer der Gründe dafür, warum ein Kind sehr irritiert sein kann, also so eine grundlegende Irritation haben kann. Ich glaube auch, weil es einfach wehtut. Wenn die es schlimm haben, haben sie es ja nicht nur im Mund, sondern haben dann auch dass der ganze Darm irritiert und haben das dann am Anus auch eine Irritation. Und bei den stillenden Müttern würde ich da auch nachschauen, ob die Mutter zum Beispiel auch eine irritierte Brustwarze hat, also ob die Candida auch in der Brust hat. Also das ist eine Differentialdiagnose, warum Frauen das Stillen wehtut. Ja, also es kommt schon mal vor. Ich habe früher als Hebamme als ich noch nur Hebamme war, habe ich da häufiger mal homöopathisch Borax verschrieben. Das hat ganz gut funktioniert, aber ansonsten eben Nystatinsalbe für Mutter und Kind im Zweifel, also bei der stillenden Frau auch. Danke. Ich glaube, wir sind zeitmäßig eigentlich jetzt relativ weit. Ich weiß, wir haben ein bisschen später angefangen, aber es ist ja mittlerweile auch schon halb acht. Insofern. Oder fast halb acht. Gibt es denn noch andere Fragen? Oder seid ihr eure Fragen schon alle losgeworden? Ihr, die Zuhörenden. Anja, hast du noch was ich noch mehr erzählen soll? Ich glaube, du bist jetzt ziemlich am Ende mit dem Vortrag. Und für mich wäre es auch nochmal ein schöner Abschluss, vielleicht nochmal auf den Komplex Mutter-Kind einzugehen. Weil oft sind wir ja im richtigen Leben auch an dem Punkt, wo das Kind unzufrieden ist. Die Mutter kann nicht mehr schlafen. Das Kind wird noch unzufriedener. Die Mutter auch nicht mehr so stressresistent. Wie wichtig ist für dich dieses Bonding oder diese Einheit Mutter-Kind? Es ist für mich ganz wichtig. Also ich bin ganz dankbar, dass du das ansprichst. Das ist für mich in der Praxis auch ganz wichtig. Ich sehe eigentlich das erste Lebensjahr so ein bisschen wie das vierte Trimester der Schwangerschaft. Ich glaube, dass das Kind sich noch überhaupt nicht versteht als eigene Einheit in der Zeit, sondern dass es sich als Teil der Mutter versteht. Und dass die Kinder auch eine ganz starke, ich sage jetzt mal, Antenne dafür haben, wie es der Mutter geht. Und wenn es der Mutter aus irgendeinem Grund nicht gut geht, dann
wird das Kind das auch mit ausdrücken. Dann kann das Kind sich auch nicht gut beruhigen und auch keine gute Balance in seinem Vegetativum finden. Und insofern mache ich das in der Praxis ganz viel, dass ich gleich von vornherein anbiete, dass ich sowohl die Mutter oder teilweise auch die Eltern als auch das Kind behandle. Also dass ich sage, sie sind eine Einheit, ich behandle sie als eine Einheit. Weil viele Mütter doch dazu neigen, zwar zu wissen, wie sie sich unwohl fühlen wegen Geburtsverletzungen, Schmerzen, was auch immer das sei, aber in dem Moment immer erstmal sagen, ja, sie wollen erstmal, dass es dem Kind besser geht. Und wenn es dem Kind dann besser geht, dann komme ich selber auch zur Behandlung und dann versuche ich sanft den Müttern zu erzählen, dass es dem Kind besser geht, wenn es ihnen besser geht. Ja? Also glückliches Kind ist, wenn die Mutter glücklich ist oder wenn es der Mutter gut geht. Und also insofern ist diese Einheit zwischen Mutter und Kind für mich ganz wichtig. Und ich versuche das auch in der Praxis so mit aufzunehmen. Danke. Da kann... Da kam jetzt gerade die Frage nach, ob ich nochmal auf Pseudoobstruktionen, also sekundär zu systemischen Erkrankungen eingehen kann. Also das wären so Sachen wie Tumorerkrankungen oder also wenn es zum Beispiel Fehlbildungen im Bauchraum gibt, wo vielleicht der Darm nicht betroffen ist, aber andere Organe, dann könnte das zu einer sekundären Obstruktion führen. Also wo die Obstruktion nicht an einem eigentlichen Darmverschluss liegt, aber eben einem ein medizinischer Notfall ist aufgrund einer anderen Erkrankung. Aber Tumorerkrankungen wären bestimmt das Häufigste. Da möchte noch mal jemand zurück zum Reflux. Oh, gab noch zwei Fragen. Sekunde, ich lese es eben vor. Also die erste Frage, ich beantworte die erste Frage zuerst. Die Frage war, ob ich Mutter und Kind in der gleichen Einheit behandle oder ob ich die Mutter extra bestelle. Also meistens ist es praktisch nicht unbedingt möglich, die Mutter extra zu bestellen. Insofern versuche ich das im Gespräch mit der Mutter rauszufinden. Manchmal ist es so, dass die Mutter sagt, ja, sie kommt dann zu einem Abendtermin vorbei und der Partner passt auf das Kind auf in der Zeit. Aber wenn die Frau das gleich abwehrt, dann behandle ich sie lieber gleich in der gleichen Einheit. Also das kommt wirklich auf die Familie an. Ich habe da keinen richtig oder falsch. Was ich schön daran finde, die Mütter alleine zu behandeln, ist, dass sie vielleicht dann das erste Mal überhaupt wirklich Zeit für sich haben und sich nicht gerade in dem Moment auch noch darum kümmern müssen, ob es dem Kind jetzt gerade gut geht oder nicht. Also ich hab das gerne, dass jemand anders dann mitkommt und das Kind zum Beispiel rumträgt oder so. Also ich behandle auch Mutter und Kind gleichzeitig mit niemand anders im Raum. Ich bin da echt flexibel, aber ich würde eigentlich gerne der Mutter die Chance geben, selber total zur Ruhe zu kommen. Und dafür braucht die einfach manchmal auch eine Pause. Also insofern, in einer idealen Welt würde ich gerne die Mutter allein behandeln. Aber rein praktisch ist das nicht immer möglich und dann geht es auch anders. Und dann war eine Frage nochmal zurück zum Reflux. Für den Verschluss der Cardia sind sympathische Fasern zuständig, richtig? Würde das nicht auch erklären, dass bei Stress der Sphinkter in Spasmus geht? Und wir eher Ich glaube, also so, ich würde zum sympathischen, also die Frage geht, ist es, was machen, wie ist der Einfluss, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von dem, was wir tun, aufs Vegetativum? Und inwiefern beeinflusst das die Cardia? Und mein Eindruck ist, dass wir nicht, also wir fördern zwar Parasympathikus, aber ich glaube, ein ganz Großteil dessen, was wir machen in unserer Behandlung, ist, dass wir Sympathikus normalisieren. Und dass wir eben Stress aus dem Gewebe nehmen und dadurch sympathische heruntergefahren wird. Und ich glaube, es geht immer um Normalisierung. Entweder in die eine oder die andere Richtung bewusst arbeiten können, sondern wir normalisieren das, was im Vegetativum passiert, damit es sich wieder besser selbst regulieren kann. Das ist mein Eindruck. Also es ist so mein klinischer Eindruck von dem, was wir machen. Anja, hast du da noch einen anderen Kommentar zu? Nein, ich bin glücklich damit. Okay.
Gibt es für dich noch was in deiner Präsentation, was du noch sagen möchtest? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob noch eine Folie für dich da ist, oder? Ich hatte noch ein paar andere Folien drin, aber die hätten sich, also nur für den Fall, dass sich in die Richtung Fragen ergeben hätten. Ich könnte so die Präsentation gerade rauswechseln, während wir die anderen Fragen beantworten. Hast du völlig recht. Sekunde. Da und da. Da bist du. Es gab gerade eine Frage über, wie siehst du das Vaginal Feeding nach einer Sektio, um die Bakterien nach dem Kind zukommen zu lassen? Ich habe das früher sehr viel selber proklamiert sozusagen, aber mittlerweile wissen wir, dass das Kind gar nicht steril ist, wenn es geboren wird, also dass das Kind auch im Uterus nicht steril ist. Was wir noch nicht wissen, ist, wie die Bakterien in das Kind kommen. Das ist allen immer noch so ein bisschen ein Geheimnis. Aber die Kinder haben schon Darmbakterien, wenn sie auf die Welt kommen. Insofern ist es, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig relevant. Was glaube ich nicht schaden kann, ist, dass man dem Kind die Vaginalsekrete der Frau sozusagen dahin gibt, wo es sie bei der Geburt auch hätte, nämlich aufs Gesicht. Ich glaube, ich würde dem Kind es nicht in den Mund stecken. Das wäre so meine Herangehensweise. Aber dass man das Kind mit Vaginalsekret der Mutter einreibt, kann, glaube ich, nicht groß schaden. Denke ich. Du hast ja auch immer dazu gesagt, dass du, wenn die Mütter das nicht wollen, weil es gibt ja auch manche Mütter, die das nicht so super finden, die Idee, dass sie einfach zusammen ein Vollbad nehmen, um da vielleicht auch das einfach auszutauschen. Also man hat irgendwie festgestellt, dass dieses Bonding, also das, was bei uns im Bonding passiert, dass das ganz viel über nackten Hautkontakt nachgeholt werden kann nach der Geburt. Und witzigerweise hat da auch jemand, was die Leute so testen, ne, hat da sich jemand verglichen, ob nackte oder nasse oder trockene Haut einen Unterschied macht. Und nasse Haut macht wohl irgendwie einen Unterschied. Also irgendwie viel mit dem Baby nackt kuscheln, wissen wir ja auch, hilft bei der Milchbildung und hilft bei der Mutter mit den hormonellen Regulationskreisläufen. Das ist auf jeden Fall was, wo es auch jede Menge Studien zu gibt, die nachweisen, dass das gut ist. Doch, also gerade auch, also nach Sektio wahrscheinlich besonders. Aber schon. Gibt es noch Fragen? Ja. Nee, doch nicht. Es hat sich nur noch jemand bedankt. Ist auch nett. Möchtest du noch ein Schlusswort haben sonst? Habe ich das Schlusswort? Mach du doch das Schlusswort. Also Claudia, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für den Vortrag. Ich schätze immer sehr deine individuelle Herangehensweise und sehr liebevoll und respektvoll. Und es ist für mich immer, ja, geht mir das Herz auf, wenn ich dir zuhöre. Deswegen vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ja, ich hoffe, es hat auch dir Spaß gemacht. Ja, insofern, ich danke für die Möglichkeit. Ich finde es ganz toll, dass ihr mit diesem Engagement das Café offen haltet jeden Tag. Finde ich toll. Gerne. Ja. Mein technischer Assistent hier hat den Großteil der Arbeit. Super. Vielen Dank. Sehr gerne. Grüße nach Rochester. Danke. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. So, wie geht's jetzt weiter diese Woche? Wie ihr schon hinter mir seht, ist der Erich Meyer-Falli morgen wieder dran. Und wie immer wird es lustig beim Erich und auch sehr plastisch in seiner Embryologie-Werkstatt, wo wir seine Reihe draus machen. Morgen fangen wir mit Teil 1 an. Dann Mittwoch. Die Diana rauft sich schon die Haare, was kein Wunder ist in der jetzigen Situation, denn Diana wird über die Berufspolitik in den Zeiten der Corona-Krise reden. Und Diana ist ja unsere Vollzeitobfrau der österreichischen Gesellschaft für Osteopathie und im Moment sehr, sehr, sehr viel am Arbeiten. Dann Donnerstag. Donnerstag kommt nochmal der Christian Hartmann zu uns. Er hat ja von vielen Geheimnissen in der Osteopathie geredet und dass alles schon da ist. Und wir haben ihn jetzt gefragt, ob er es für sich behalten will oder ob er nicht nochmal mit uns drüber plaudern möchte. Deswegen Christian Hartmann nochmal in die verlorene Identität der Osteopathie und wir hoffen, dass er ein paar Geheimnisse lüftet. Und Freitag zum Wochenabschluss machen wir wieder Open Microphone. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal ein paar Vorschläge mit einbringt. Das heißt, Themen, die ihr diskutieren möchtet, Themen, mit denen ihr euch befasst habt, die wir dann auch einfach in der Gruppe diskutieren.
Deswegen schickt uns eure Vorschläge und wir schauen auch, dass die richtigen Leute zusammenkommen. Wir würden uns riesig freuen über euren Input. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Liked uns, shared uns, gibt uns Interaktion. Das hilft uns, das macht Spaß, andere erfahren davon. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch einen super schönen Abend. Macht's gut, baba.